Papi, gehst du in den Garten arbeiten? Aber doch nicht an einem Sonntag. Was machst du denn? Ich gehe in den Wald joggen. Was? Oh, wow, toll! Dürfen wir mitkommen? Ja, meinetwegen. Hey, wir dürfen mitkommen. So lässig, ich freue mich so. Hey. Gell, wir gehen durch den weiten Parcours. Ja, genau das machen wir. Alle zusammen im Laufschritt mir nach. Marsch! Hoppen, 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 hoppen. Das gilt aber auch für dich, Mami. Nein, ich komme nicht mit. Hau dir's nur. Ich mache in dieser Zeit etwas zum Vieren. Ist gut, also, ciao, Mami. Ciao miteinander. Kommt wieder gut heim. Ciao, Mami, bis dann. Ciao, mach's gut. Der Papa Mols, Evi und der Fritz sind also in den Wald rausgerannt und dort auf der Vita-Parkour. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, was ein Vita-Parkour ist. Das ist ein besonderer Waldweg, wo die Sportler drauf rennen können. Alle paar hundert Meter muss man anhalten und eine Turnübung machen. Beim ersten Halt hat man mit durchgestreckten Knien 20 Mal am Boden runterlangen. Das ist rumpfbeugend, vorwärts! Hat der Fritz gesagt und sofort mit der Übung angefangen. Er ist ohne Anstrengung mit seinen Händen am Boden runtergekommen. Auch Evi hat das sofort prima können. Aber der Papa Moll hat grüsli Mühe gehabt. Er hat können grochsen, wie er hat wollen. Er hat nicht weiter runter mögen als bis zu seinen Knien. Sein Büchli war ihm im Weg. Nein, Papi, so musst du es machen. Mit den Händen ganz runter und runter und runter und runter. Hat der Fritz laut gesagt. Alle anderen Leute, die auf dem Parkour waren, haben hingeschaut. Ein Papa Moll war es peinlich. Er hat sogar das Gefühl gehabt, ein paar Tage hinter seinem Rücken heimlich lachen. Aber der Fritz hat das nicht gemerkt und laut weiter prelaget. Nein, Papi, du musst ganz runter. So, so und so. Siehst du nicht, Papi? Alle anderen können es, nur du nicht. Runter und runter und runter. Schau so. Ja, ja, ich weiss schon wie. Kommt, wir rennen weiter. Alle drei sind weitergesprungen. Der Papa Moll voran und der Fritz und Evi hinterdrein. Nach etwa 100 Metern ist der Papa Moll plötzlich vom Vita-Parkour abgeschwenkt und links in ein schmales Waldwägli abgebogen. Die Kinder haben sofort reklamiert und gerufen. Halt! Halt, Papi! Falsch! Der Vita-Parkour geht geradeaus! Ja, ich weiss schon! Warum zweigst du denn ab? Da auf dem Waldwägli ist es viel schöner. Da sind wir unter uns. Ich weiss schon, warum dir der Vita-Parkour nicht passt. Was nicht passt? Es ist nur, weil man dort von Zeit zu Zeit muss anhalten und Turnübungen machen. Ja, dummes Zeug. Turnübungen kann man auch hier machen. Seht ihr dort vorne den dicken Baumstamm, der quer über unser Wägli am Boden liegt? Ja. Ja, da kommen wir jetzt drüber. Oh ja. Ich mache euch das vor. Achtung!